so nice, Mann. Wir checken nochmal. Felsdorf haben wir sowieso alle. Da haben wir alle. Da haben wir alle. Da, ja, geil. Geil, geil, geil. Bisher 100% von. Statt dem Dings da wird ganz gut vielleicht noch einer von den Derping rein. Ja, könnte man auch machen, noch einen Derping. Oder den Lurker. Aber der Lurker, naja, man sagt ja nicht, dass man lurkt. Aber ich finde, der Lurker ist auch so ein bisschen wie dieser Affe, der sich die Hände vor den Augen hält. So ist der Lurker halt auch so, ich bin ganz lieb. Ne? Oder ich bin schüchtern, ne? Aber Leute, jetzt erstmal hier Energiezellen hingeben, Alter. Wir haben, wie viel haben wir? 66 Energiezellen und wir brauchen gerade hier 45. Krass. Toll, die Energiezellen für die Maschine. Das sollte ausreichen, um den Felsblock zu heben. Na also, aber passt auf, wenn ihr auf das Lurker-Monster dort oben trefft. Moment! Ich bleib hier und beschütze Kira. Jack, du wirst bestimmt auch ohne mich mit dem Monster fertig. Oh, wie heldenhaft. Aber tatsächlich, Mini, so ein Facepalm irgendwie, sowas bräuchte man. Ein Facepalm wäre tatsächlich echt gut. Wobei, in Facepalm, da kann man ja auch diesen Smiley für nehmen. Der hatte denselben Effekt eigentlich. Ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, aber viele, die denken in erster Linie nur an den Facepalm. Aua. Und machen dann halt kein Emoji, siehst du? Keine Ahnung, man muss so machen. Auf jeden Fall ist das alles gerade so geil. Wir haben ja Emote-Slots und so und alles ist cool. Und hier oben ist jetzt das Vieh. Vor allem, wo ist das Vieh? Das war doch gerade noch hier. Wo ist er hin, Mann? Wie er kaputt macht. Naja, lass uns den Boss besuchen. Oh Gott. Ja. Fail. Unser Lurker-König ist echt so. Ja, genau, Mini, schreibst du uns einfach auf die Liste und dann gucken wir mal. Das ist doch cool gemacht, oder? Wow. Das ist heiß. Oh Gott! Halt einfach immer sonst wohin, nur da, wo ich nicht bin. Aber er schießt auf jeden Fall schneller, die Steine sind auch kleiner. Kampf eigentlich, auch ziemlich ausreichend. Ja doch, wenn ich überlege, früher als kleiner Stuppi, ich hing lange bei dem. Ich hing wirklich lange bei dem. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wieso ist der so stark? Ich verstehe. Ah! Aua. Oh nein. Zu sehr abgelenkt gewesen, scheiße, ey. Okay, jetzt klappt er. Scheiße. Oh Mann. Das ist aber auch so cool, wie die blaue Precursor-Energie, oder das blaue Eco, diese ganzen Precursor-Teile hier aufbaut. Finde ich total cool. Aber es ist ein cooler Bosskampf, doch. Ist cool. Vor allem sehr viel fordernder als der Kampf gegen die Pflanze im Dschungel.
Ich bin wieder schuld. Der Flut des Vianas. Sag doch sowas. Aber die Form danach oder die Stufe danach, die wird halt echt. Ah, das war. Nein! Als ob! Okay. Scheiße. Okay. So, jetzt aber Konzentration, Freunde. So viel zur Konzentration. Hä, warum? Jetzt haben wir auch Lenker so viel Scheiße. Ah! Ja, Mann. Jetzt kommt die schwere Form. Ich hoffe, ich bekomme sie. Hab schon einen Schaden bekommen, leider. Wie er mich. Ah! Wie er mich gerade verarscht hat. Alter, wie er mich da gerade übelst verarscht hat. Ja! Attacke! Jetzt soll ich ihn haben. Ja! Nice. Mit Klappen schneiden? Klauen schneiden? Tolle Arbeit! Den Bewohnern von Felsdorf ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Aber es bleibt leider keine Zeit zum Feiern. Die Mucke, Alter. Ich frage mich gerade. Gebirgspass. Besiege Klon. Hier gibt's 50 Orbs. Und auch hier gibt's 7 Fliegen. Ach du Kacke, dann kommt. Ja, da vorne, da braucht man ein Motorrad. Oh nein, Leute. Hier braucht man ein Motorrad. Gebirgspass. Oh nein! Oh nein! Oh je! Diese Lurker sind auf dem Weg zu einer Sprengkapsel am Ende des Canyons. Wenn sie die vor euch erreichen, sprengen sie den ganzen Pass in die Luft. Ihr müsst vor ihnen dort sein. Warum machen Lurker sowas? Oder alles ist aus. Warum machen die Lurker sowas, ey? Au. Ich muss auf jeden Fall alles bekommen. Wow. Scheiße. Aua. Das ist aber echt übel, ey. Also hier werde ich jetzt auch oft sterben, einfach weil ich alles bekommen will, ne? Wisst ihr Bescheid, Leute. Dass ihr nicht mit mir meckert.
erstmal alles hier gucken und sammeln. Hier ist tatsächlich gerade ein Echo gewesen. So ein Echo, ich sag mal so eine Echo-Quelle. Von einem Echo, was ich noch nicht habe, glaube ich. Aber die Mucke gefällt mir, das ist cool. Leute, ey, ist der Motor so schlimm? Soll ich leiser machen? Ey, wie ihr hier abgeht, ey, der ganze Chat ist nur im Cash. Warte, ihr habt den nicht verstanden, der Motor ist so laut! Leute, Alter. Oh, den schnapp ich mir jetzt. Attacke! Wie ich ihn einfach. Ah, wow! Ist ein Kacke, Mann. Attacke! Der Motor ist nicht laut genug. Achso. Schneller als der Lurker. Vorsichtig. Schön vorsichtig. Ja, die habe ich alle. Das war aber richtig fies versteckt. Muss man ja sagen. Ah, okay, und man muss vor den Typen da ankommen, bei dem Typen. Ist klar. Der Sound, Alter. Okay, aber vor den ankommen ist echt nicht schwer. Lass dich nicht ablenken! Was hast du gesagt, Krill? Lass doch nicht aufs Handy schauen beim Fahren! Leute, ey. Zu geil. Selbst das Spiel kann den Motor nicht aus... aushalten. Aua! Au! Ja, aber ganz ehrlich, Freunde. Das würde echt Kinderspiel. Ich dachte, man muss die irgendwie umfahren oder so. Aber muss einfach nur vor denen ankommen. Das ist ja wohl ein Klacks. Aber auf jeden Fall, warte mal, ich habe auch noch nicht alle Precursor Orbs, oder? 5 Stück fehlen. Fuck, wo hab ich, ich habe aber bisher alles mitgenommen, ne? Ich wüsste es, glaube ich, wenn ich 5 verpasst hätte. Angenehm Ruhe. Ruhig! Ja, was ist denn hier los, Leute? Manchmal denke ich mir so, der Chat ist ja noch verrückter als ich selbst. Bam! Das Labor des Roten Weisen liegt gleich da vorne. Schaltet das Teleporttor ein, damit wir zu euch kommen können. Ja, aber was fehlt denn hier jetzt noch? Es fehlen noch 5. Da war halt auf jeden Fall noch ein, ich sag mal, eine Echo-Art, die ich noch nicht habe. Es könnte sein, dass ich die aktivieren muss und dann nochmal hierher gehen muss.
Vulkankrater. Das ist so übel, Alter. Jedes Mal, ob ich noch in einem Stück aus diesen Dingern rauskomme. Heilige Jakau, das Labor des Roten Weisen sieht ja noch schlimmer aus als das des Blauen. Tja, sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ich würde es nicht gerade einen Kampf nennen, oder Schwesterherz? Gewiss nicht. Der Rote Weise hat so schnell aufgegeben. Hat keinen Spaß gemacht. Goal, bist du das? Bist jetzt wohl völlig übergeschnappt, was? Und Maya, hab ich dir nicht gesagt, das dunkle Echo würde euch beide verändern? Ach, nie glaubt jemand dem alten Samos. Was habt ihr beiden mit dem blauen und dem roten Weißen gemacht? Mach dir keine Sorgen um deine bunten Freunde, du alter Narr. Sie sind völlig sicher in unserer Zitadelle, unsere Ehrengäste. Sie sind so liebenswürdig, uns zu helfen bei einem kleinen Projekt. Du hattest Unrecht, Samos. Man kann das dunkle Echo kontrollieren. Wir haben seine Geheimnisse gelüftet und können nun die Welt nach unseren Wünschen neu gestalten. Du kannst das dunkle Echo nicht einfach so kontrollieren. Sogar die Precursor. Bis jetzt mussten wir uns mit dem bisschen Echo zufrieden geben, das wir an der Erdoberfläche finden konnten. Aber bald haben wir Zugang zu den riesigen Lagern von dunklem Echo tief unter der Erde. Nicht die Silos. Doch, die Eco-Stationen. Wir werden sie öffnen und das dunkle Eco der ganzen Welt wird uns gehören. Aber das ist unmöglich. Nur ein Precursor-Roboter. Ach, reg dich nicht so auf, Samos. Mit dir haben wir noch große Pläne. Moment mal! Das war Goal? Derselbe Goal, der mich zurückverwandeln soll? Goal ist der Kerl, der uns töten will? Ich bin erledigt. Wir sind vielleicht alle erledigt. Wenn sie die Silos öffnen, wird das dunkle Echo alles verderben und zerstören, was damit in Berührung kommt. Wir müssen einfach ihre Zitadelle erreichen, um sie aufzuhalten. Der schnellste Weg dorthin führt durch das Lavarohr am Grund dieses Kraters. Mit ein paar weiteren Energiezellen müsst ihr euch das Hitzeschild des Zoomers sicher über die Lava bringen. In Ordnung, mein Junge. Tu, was du kannst. Nimm die Flohquaste mit und sammle noch mehr Energiezellen. Ja. Wir sollen die Flugquaste mitnehmen. Was hat Goal nur vor? Goal. Hi Verena, schön dich zu sehen. Wir müssen die anderen So, sie im Vulkankrater. Alleine hier, wo ich jetzt gerade bin, gibt's schon wieder übelst viele Dinger hier, ne? Und ja, dann ist halt die Sache. Tja, das Ding und die letzten 5 Orbs, das lassen wir uns mal noch offen. Samos und Goal, 2 Waifus in einem Spiel. Nein, der Typ hier heißt Samos. Samos. Und Goal. Goal ist der komische, weißhaarige Typ von eben. Dunkle Eco-Kristalle. So, Freunde, wollen wir mal gucken. Lukas, so viele Energiezellen. Danke für die Bits, Lukas. Ja, so viele Energiezellen. Der Hitzeschild braucht noch mehr Energie, um deinen Lava standzuhalten. Wie viel braucht er denn? Was hat Goal nur vor? Ist mir doch egal, Mann. Ich will dir einfach nur
Ja? Diese Gondel scheint nicht zu funktionieren. Ich werde mal daran herumbasteln und versuchen, sie wieder in Gang zu kriegen. Hey Jungs, nach meinen Berechnungen braucht man 72 Energiezellen, um den Hitzeschild gegen die Lava auf dem Weg zu... 72, also drei mehr. Leute, drei mehr, dann haben wir's. Geil. Ja, ganz ehrlich, ich finde auch, dass der Motor sich cool anhört, wenn man den Boost macht und so. Das geht voll geil. Hat Power, der Motor. Lavarohr. Oh nein, nicht das Lavarohr, Freunde. Das Lavarohr müsste der Weg sein, der halt wirklich ins nächste Gebiet führt. Genau, da, genau. Hier kommt dann der Motorroller hin. Lavarohr. Hey, Vanny. Schön, dich zu sehen. Ja, gut. Ich gehe mal erstmal hier lang. Wie viele Orbs habe ich? 380 Orbs, Alter, ist klar. Sucht das reine Licht, denn in seiner Flamme ruhen die Antworten. Verdient meine Energiezellen, indem ihr mir 120 Precursor Orbs für jede davon darbringt. Wie er spricht, wie ein Roboter. Ihr habt euch eine weitere Energiezelle verdient. Ach, Fanny. Für eure Mühen erhaltet ihr eine Energiezelle als Belohnung. Ja, und schon bin ich kurz davor, das Spiel, noch weiter vorne. Also wir könnten halt echt schon wieder ins nächste Gebiet. Wir sind schon wieder so da dran. Aber nein. Ich würde sagen, Leute, wir gehen erstmal ins nächste, wie nennt mich das eigentlich? Storygebiet oder ins nächste Energiezellensammelgebiet. Und ich glaube, ich ahne, was jetzt kommt. Oh. Oh nein, nicht die Typen. Oh nein, nicht die Typen. Oh nein. Alter, wie hier alle Vajo schon kennen und ich sie nicht kannte. Leute. Warum sagt ihr mir denn nichts von so netten Menschen? Hey Gordy, ich denke, wir haben Besuch. Du denkst, Willard? Tachchen, Freunde. Auf Alter, der Nicky. Durchreise, ja, wir auch. Tja, wir müssen weiter. Nichts zu sehen hier. Ich dachte, das sei ein unbezahlbarer Edelstein. Willard! Eigentlich wollen wir Energiezellen, keine Edelsteine. Wir haben 4 Stück davon, oh. Wollt ihr sie? Was? Was euch das Spatzenhirn hier sagen will, ist, dass wir vielleicht ein paar Energiezellen übrig haben und uns vielleicht davon trennen könnten. Für 90 Orbs pro Zelle. Wo habe ich das bloß schon mal gehört? Hey, wie wollt ihr beiden Genies diesen Riesenedelstein eigentlich hier wegbekommen? Tja, Schlaumeier, wir haben noch 12 Jahre Graben vor uns, um uns was einfallen zu lassen. Gordy, würde es nicht schneller gehen, wenn du mitgräbst? Ach, schon gut, ihr habt ja eine Energiezelle für eure Orbs. So, dann erstmal nochmal Hallöchen Firefly Remedy. Und hi Niki, Alter, du kommst hier rein und ballerst gleich eine fette Donation. Dankeschön. Ich wollte schon immer Holzfäller werden. Ich wollte Holzfäller werden. Niki, Mann, danke für die Unterstützung. Danke für die Spende, das ist sehr, sehr lieb von dir. Und Hallöchen, willkommen im Stream. Ja, Leute, ihr kennt alle Vajo von Eddie, dann muss er sagen, oh, guck dir mal, Blackie ist auch ein netter Typ. Guck da mal, wenn Eddie vorbei ist, wenn Eddies Stream aus ist, musst du Blackie gucken. Leute, ihr müsst auch überall anderen Streams Fremdwerbung machen, obwohl man sowas nicht machen darf. Müsst ihr doch machen, Leute. Wie ist es denn? Sagt's euren Freunden, ja? Wenn ihr Blackie Stream gut findet, dann sagt's euren Freunden.
Okay, ich übertreibe schon wieder. Das habt ihr sich vorher, ist ja schon voll. Ja, geil, ne? Sie kann euch ins Schneegebirge bringen. Benutzt sie, wann ihr wollt. Ach, Niki. Oh Mann, ey. Aber Dankeschön. Ja, und guck, hier, Niki, wir haben 185 Punkte. Das ist richtig nice. 200 gibt es ja der nächste Dings. Ich glaube, wir haben oft indirekt Werbung gemacht jetzt. Ja, das glaube ich dir auch. Und ich meine, Eddie hostet mich ja. Ist ja nicht so, als. Ne? Ist ja nicht so, als würde Eddie mich nicht hosten. Oder, ne? Also, ich habe schon genug Freunde erzählt. Stimmt, wo ist eigentlich Beachy? Ich wollte schon ewig mal herkommen, allein schon wegen den Emotes und wegen dem, was Mini manchmal so erzählt hat. Aber ich bin immer zu faul gewesen. Wegen dem, was Mini manchmal so erzählt hat? Mini? Ajo? Ich hab schon Nickel und Sarah nicht. Ja, da bin ich auch ganz happy. Drüber. Alle eine Schweigeminute für Peachy, please. Wieso für Peachy? Stimmt, also Peachy kam schon eine Weile nicht mehr hierher, leider. Okay, da vorne bin ich zwar sowas von durch, aber egal. Ach, alles gut. Was, war eine sexy Stimme? Mario. Das ist, wie war das? 9 Live Blackie oder BKL 9 Live? Aber Tina mag das auch, wenn ich so rede. Ich weiß ja nicht. Yeah!